Überall sieht man gerade Pop-Sockets an Smartphones kleben. Ich wusste ziemlich lang nicht, wozu die überhaupt gut sein sollen, aber seitdem ich weiß, dass man damit auch ganz gut YouTube schauen kann, weil man das Smartphone schön aufstellen kann, wollte ich auch unbedingt einen haben und deshalb habe ich mal nach einem Do-it-yourself-Pop-Socket gesucht. Und ich habe einen gefunden und wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch einen basteln. So sehen die nachher aus. So sehen die zwei aus, die ich schon gebastelt habe. Und jetzt zeige ich euch mal, was ihr dafür braucht. Auf jeden Fall mal buntes Papier. Ich habe hier so Bastelpapier, man kann sich aber auch irgendwas ausdrucken. Ich finde so Galaxy Print ziemlich cool, deshalb habe ich das mal ausprobiert. Außerdem braucht ihr eine Schere, einen Stift, solche Saugnäpfe. Die bekommt ihr im Baumarkt, aber auch online. Die sollten einen Durchmesser von ungefähr 2 cm haben. Und eine Klebepistole. Zuerst braucht ihr einen von diesen Saugnäpfen und euer ausgewähltes Papier. Ich habe wieder das mit Glitzer genommen. Auf mein Papier gefällt mir besonders gut das hier. Das ist so ein Glitzerauge und darunter steht Awesome. Und das hätte ich gerne auf meinem Popsocket. Deshalb nehme ich jetzt meinen kleinen Saugnapf und drücke den hier einmal fest drauf, sodass der breiter wird. Ich halte das fest, nehme mir meinen Stift und zeichne einfach einmal außen um den Saugnapf rum. Dabei aufpassen, dass der nicht zu sehr verrutscht. Ich habe es einigermaßen gut geschafft, um das Auge herum zu zeichnen. Und das Ganze brauche ich jetzt nur noch auszuschneiden. Weil mein Papier ein bisschen dünner ist, habe ich mir hier so ein bisschen festeres Papier drunter geklebt. Wenn ihr schon Karton verwendet, dann braucht ihr das natürlich nicht machen. Jetzt schneide ich einfach mal aus. Awesome, mein kleiner Awesome Popsocket ist schon fast fertig. Jetzt kommt die Klebepistole ins Spiel. Mit der Klebepistole bestreiche ich jetzt vorsichtig den Rand, nicht zu viel, von einem Saugnapf und klebe dann mein Papierstück drauf und drücke das so ein bisschen fest. Was wir als nächstes machen, ist, wir kleben zwei Saugnäpfe zusammen. Und hier könnt ihr euch jetzt überlegen, wie viel Platz wollt ihr zwischen den beiden Enden von eurem Popsocket haben. Wenn ich die so lasse, dann ist es mir fast ein bisschen zu groß. Deshalb schneide ich einfach ein Stückchen von einem Saugnapf ab. Das kommt aber ganz auf eure Saugnäpfe an, ob ihr das machen müsst oder machen wollt. Jetzt gebe ich ein bisschen Heißkleb auf das Ende. Und drück einfach die andere Seite rein. Das Ganze lasse ich jetzt gut trocknen. Da man meistens automatisch einige von diesen Saugnäpfen kauft, kann man während der erste trocknet schon weitere basteln. Es geht ja wirklich ziemlich schnell. So. Wenn ihr möchtet, dass euer Popsocket wirklich bombenfest an eure Hülle klebt, dann solltet ihr das am besten auch mit Heißkleber hier am Rand festkleben. Bei diesen Saugnäpfen bin ich total zufrieden. Wenn ich die drauf drücke, hält das echt gut. Kann mich da echt auch drauf verlassen. Und natürlich, und das habe ich mir ja gewünscht, das toll abstellen, um YouTube-Videos anzugucken. Das sind jetzt meine drei Popsockets. Für die habe ich nicht mehr 10 Minuten gebraucht. Geht also wirklich schnell.